Ich schneide seit Jahren schon alle meine Videos auf dem iPad. Aber warum auf dem iPad? Ganz einfach. Zum Mitnehmen ist es viel unkomplizierter als ein Laptop und ermöglicht so unterwegs kreativ zu arbeiten, ohne unnötig wertvolle Zeit zu verlieren. Zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln und überall dort, wo es Termine mit Wartezeiten gibt und für mich persönlich oft auch im Auto, wenn draußen das Stativ steht, was ich bewachen muss, weil darauf die Kamera montiert ist und einen Zeitraffer macht. Leerläufe und unproduktive Zeitspannen werden so einfach vermieden. Jetzt sind zwei neue Dinge für das iPad veröffentlicht worden, die drei neue Möglichkeiten eröffnen und so die Nutzungsmöglichkeiten für das iPad immens erweitern. Das erste neue Ding und die erste neue Möglichkeit, das bietet iPadOS 16.2 mit der vollen externen Monitorunterstützung. Optimal ist es, wenn der externe Monitor eine deutlich größere Bildfläche als das iPad hat. iPad und Monitor werden via Kabel verbunden, im Optimalfall USB-C auf USB-C, ansonsten auch mit anderen Kabeln oder Adaptern. Es kommt einfach auf das verwendete Monitormodell an. Wenn das iPad an einen Monitor angeschlossen wird, gibt es keinen Ton mehr aus. Dieser kommt dann aus den Monitorlautsprechern bzw. über extern angebundene. Die gespiegelte Ansicht mit schwarzen Balken hat ja schon länger funktioniert. Voraussetzung für die volle Unterstützung des zweiten Monitors ist erstens das Update auf 16.2 und zweitens muss es ein iPad mit M1 oder M2 Chips sein. Zusätzlich braucht man Keyboard und Maus, um diese Kombination steuern zu können. Das kann natürlich auch ein Magic Keyboard und ein Trackpad sein. Die Touch- und Stiftbedienung am iPad selber bleibt natürlich weiterhin erhalten. Das Arbeiten mit einem zweiten und normalerweise größeren Monitor eröffnet neue Möglichkeiten. Den Bildschirm spiegeln konnten wir ja wie bereits gesagt schon länger. Aber auf beiden Bildschirmen mit verschiedenen Anwendungen gleichzeitig zu arbeiten, entführt uns in ein anderes Universum. Das dafür erforderliche neue Programm, wo ich auch alle genauen Einstellungen tätigen kann, heißt Stage Manager. Aber bleiben wir in diesem Beitrag bei der Videobearbeitung. Die zweite Möglichkeit ist LumaFusion. Dieses Videoschnittprogramm von LumaTouch gibt es nicht für den Desktop. Es ist seit seiner Veröffentlichung Ende 2016 mit den verschiedenen iPads und dessen Betriebssystemversionen mitgewachsen. Ich verwende es seit Jahren. Es kostet derzeit Stand Jänner 2023 36 € in Form einer Einmalzahlung. Der große Vorteil dieser App ist nicht nur die relativ leichte Erlernbarkeit, sondern ganz besonders das einwandfreie Abspielen und Bearbeiten von rechenintensivem 4K-Material auch auf mehreren Spuren. Etwas, was im Desktop-Bereich nur mit viel stärkeren und dadurch teureren Computern möglich ist. Schon vor einiger Zeit hat LumaFusion eine exzellente Zweitmonitor-Unterstützung in das Programm integriert. Wird ein zweites Display angeschlossen, so zeigt sich die App als erstes einmal gespiegelt und ich könnte dadurch alles größer und genauer sehen. Zusätzlich erscheint in der Abspielleiste ein kleines Display-Icon. Wenn ich es anklicke, wird mein Videofeed am externen Monitor angezeigt. Die Verbindung funktioniert nicht nur via Kabel, sondern soweit verfügbar auch via AirPlay. Ganz wichtig, dies funktioniert auch mit älteren iPads, ohne M-Chip und ohne Update. Bei der neuen vollen Monitorunterstützung kann ich die App auf den externen Bildschirm ziehen und dort im Vollbildmodus ohne schwarze Balken anzeigen und hier dann in der Großansicht mit Keyboard und Maus bzw. Trackpad an den Videos arbeiten. Das zweite neue Ding und die dritte neue Möglichkeit, DaVinci Resolve für das iPad. Diese Software von Blackmagic Design gibt es im Desktop-Bereich schon länger und ist speziell wegen der immensen Möglichkeiten der Farbbearbeitung bei Kino- und Filmproduktionen sehr beliebt. Jetzt ist diese in der Version 18 auch für das iPad erschienen. Nicht irgendwie herunterreduziert, sondern fast gleich wie die am Desktop. Beide Apps gibt es als kostenfreie Version, aber auch als kostenpflichtige Studio-Variante, wo es dann zusätzliche Extras für den professionellen Einsatz gibt. Die iPad Studio-Version kostet derzeit im App Store 115 €. Kann ich jetzt nur mit diesen freien Versionen gut arbeiten? Absolut. Diese App läuft auch auf älteren iPads, solange mindestens iPadOS 16 installiert ist. Auf meinem iPad R2 läuft sie deswegen leider nicht mehr. Des Weiteren spielt die Performance des iPad eine große Rolle. Allerdings muss es keines mit M-Chip sein. Die App selber steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen und offiziell gibt es nur die Cut-Page und die Color-Page. Mit einem Hack kann man aber die anderen Bearbeitungsseiten auch öffnen. Diese sind aber noch nicht perfekt an das iPad angepasst. Der Funktionsumfang dieses Programms ist deutlich höher als bei LumaFusion. Die Lernkurve dafür natürlich auch deutlich steiler. Mich persönlich interessieren die immensen Möglichkeiten der Farb- und Weißabgleichsbearbeitung, ganz speziell für meine vielen Unterwasseraufnahmen. Hier hinkt LumaFusion leider trotz der kürzlich eingeführten Scopes deutlich hinterher. Was aber kann ich mit der neuen externen Monitorfunktion und dieser App Spezielles anfangen? Nun ja, nur spiegeln würde ja sowieso funktionieren. Besser ist es, die App auf den externen Monitor zu verschieben und dort mit ihrem Großformat via Keyboard und Maus die Videos zu bearbeiten. Ein echter vom Markt füllender Vollbildmodus funktioniert derzeit leider nicht. Man kann nur von der Ausgangsposition leicht vergrößern
vergrößern, aber nicht ins Vollbild. Auch im Menü wird es nicht angeboten. Es ist aber stark anzunehmen, dass dies bei einem der nächsten Updates behoben wird. Mit der bezahlten Studioversion gibt es dann die Ausgabe eines Clean Video Feeds. Hier kann ich dann am iPad in der Timeline schneiden und sehe das Video selber am externen Monitor im Großformat. Aber mehr zu DaVinci Resolve in einem der nächsten Videos. Für mich sehr wichtige Punkte sind, bei beiden Programmen ist es kein Abo, sondern eine Einmalzahlung. Und laut dem App Store sammelt LumaFusion nur nicht personenbezogene Daten und DaVinci überhaupt keine. Dieses Video hier würde ich dir als nächstes empfehlen.